Ja, möglicherweise ist das ja auch eine Alternative. Wenn ein Wohnmobil vielleicht zu viel kostet, dann kann man sich vielleicht auch mal damit beschäftigen, einen Wohnwagen ranzuhängen ans Auto, wenn er es denn zieht. Hier ein ganz neuer von LMC, ein Tandero 500e für einen Preis von knapp 30.000 Euro. Ganz neues Modell aus dem Jahr 2022. Hat eine Achse, ist aber wirklich ordentlich groß und hat auch ein ziemlich schickes Heck, wie ich finde. Wenn wir mal reinschauen, sehen wir schöner verchromter Griff. Und man merkt, der ist groß. Schön. Alleine dieses Gimmick hier, dieses verspielte. Sehr schön. Ja, der Einstieg. Mit einer Sitzecke gleich auf der linken Seite, also im Heck, mit einer wirklich großen Sitzecke. Sehr hell mit drei Fenstern drumherum und oben schönen Ablagefächern. Direkt darüber ein Fenster zur Belüftung und zur Beleuchtung. Und richtig große Schränke. Schön unterteilt. Und dort hinten sogar noch eine kleine Nische. Ist also schön. Weiße Fronten, die man sicherlich auch noch anders bestellen kann. Und eine riesige Küchenzeile. Ja, weiter nach rechts reingeschaut, sieht man hier direkt neben der Küchenzeile einen wirklich unglaublich hohen Kühlschrank, langgezogen. Hier unten noch ein kleines Fach. Und hier haben wir die Heizung und ein richtig schöner, großer, beleuchteter, ausgeleuchteter Kleiderschrank. Und dann haben wir hier noch das Bett, das Schlafzimmer. Einzelbetten mit einem tollen Designelement hier vorne. Mit Stoff bespannt. Und man kann, wie auch in den Wohnmobilen, in den meisten zumindest, hier zwischen das also dazwischen legen und dann hat man eine riesige Liegefläche. Und hier natürlich wieder Schränke. Schön unterteilt. Und natürlich noch das Bad auf der linken Seite. Sehr modernes Waschbecken, sieht wirklich gut aus. Wenn wir uns hier mal den Schrank ansehen, sehen wir also schön unterteilt. Passt eine Menge rein, auch mit Rausfallkante. Und hier an der Seite auch noch mal kleinere Fächer. Natürlich im Dach auch noch mal ein Fenster. Sehr schönes Fahrzeug. Also Fahrzeug ist es ja nicht, ein schöner Anhänger, der direkt im Bereich der Tür einen kleinen Schubschrank bietet.
Ja, und so ist er. Also, vielleicht für den einen oder anderen eine Alternative zu einem Wohnmobil. Hier oben über der Tür das Bedienpanel für den Strom und fürs Wasser. Also, warum eigentlich nicht? Schönes Fahrzeug, ja oder nein? Schreib's mal unter das Video.